Kevin, am Ende wurde es ein deutlicher 7:0 Testspielerfolg. Was war die Vorgabe vor dem Spiel? Ja, wir haben das als sehr gute Trainingseinheit gesehen. Ich glaube, Testspiel ist immer gut, egal gegen welchen Gegner, und wir wollten das so seriös wie möglich angehen. Ich glaube, am Anfang haben wir sie ein bisschen schwer dann. Platzverhältnisse waren sehr, sehr schwierig. Sie haben es aber auch ganz gut gemacht. Sie haben brav gekämpft und deswegen war es nicht ganz so einfach. Zweite Halbzeit, da waren wir dann vielleicht auch nur ein bisschen aggressiver. Da hat es dann besser funktioniert. Da haben wir die Tore dann relativ schnell gemacht. Und von dem her glaube ich, dass es ein ganz guter Test für uns war und für Mistelbach, was sicherlich auch ein schönes Erlebnis hatte. Du warst einer von ganz wenigen Spielern, die über 90 Minuten am Platz gestanden sind. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass man natürlich wie zu erwarten war, dass wir die bessere Mannschaft sind oder dass wir fast nur im Ballbesitz sein werden. Aber wir wollten natürlich unbedingt zu Null spielen. Das ist in jedem Spiel das Wichtigste für einen Verteidiger. Und vorne wollten wir so viele Chancen wie möglich kreieren und die dann auch machen. Hat die erste Halbzeit, wie gesagt, noch nicht ganz so gut funktioniert. Zweite dann sehr gut. Und 90 Minuten zum Spielen tut immer gut, egal gegen wen. Ihr habt jetzt nach dem Spiel noch ausreichend Zeit genommen, um die ganzen Kinderwünsche zu erfüllen. Wie glücklich macht das auch einen Spieler selbst, wenn man sieht, welche große Freude die kleinen Kinder mit einem Autogramm oder auch ein Foto haben? Ja, voll. Also wenn ich mich zurückerinnere, wo ich ein kleines Kind war, wenn dann so große Mannschaften aufs Dorf kommen sind, dann hat man als Kind nur darauf gewartet, dass man nach dem Spiel reinlaufen kann, dass man sich von den Profis Autogramm oder Foto holt. Und weiß ich nur, wie glücklich ich danach war und wie mit so kleinen Gesten kann man von den kleinen Kindern den Tag schon einiges schöner gestalten. Sie haben eine super Erinnerung für die Zukunft und von dem her macht man das sehr, sehr gerne. Kevin, vielen Dank und gute Heimreise. Dankeschön. Schicki, am Ende war es ein deutlicher 7:0 Testspielerfolg über den FC Spusum Mistelbach. Wie wichtig ist so ein Testspiel in der Länderspielpause, vor allem auch um den Spielrhythmus aufrechtzuerhalten? Ja, ich glaube, der erste Punkt war mal, dass sich heute mal kein Spieler verletzt. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns gehabt, eine intensive Woche. Wir haben ganz viele Sachen aus den letzten Wochen aufarbeitet und wie gesagt, dieses Testspiel heute war der Abschluss von der Trainingswoche. War gut, ich glaube, alle Spieler sind zu ihren Minuten gekommen, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben viele Tore geschossen, ich glaube, die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen. Mistelbach hat lange gut mitgehalten, aber war dann logisch, dass irgendwann die Kräfte binnen ein bisschen schwinden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein gelungenes Fest für Mistelbach. Welche Erkenntnisse liefert so ein Testspiel? Ja, ich glaube, in den letzten Wochen hat es uns ein bisschen gefehlt, dass wir unsere Torchancen verwerten auch. Wir sind immer wieder zu Torchancen gekommen, aber haben es dann ja oft auch sehr fahrlässig vergeben. Und das war heute das Ziel, dass wir viele Tore schießen. Das ist uns mit dem 7:0 geglückt. Viele Tore schießen ist das Stichwort. Auch du hast einen sehr, sehr sehenswerten Treffer erzielt. Nehmen wir uns kurz mit, wie war das aus deiner Sicht? Ja, das ist alles so schnell gegangen. Wir haben einen Ballgewinn gehabt, dann ist der Ball irgendwie von meinen Füßen gelandet. Ich habe einfach draufgehalten, ist schön reingegangen. Bin froh, dass ich der Mannschaft so helfen habe können. Aber bei solchen Spielen ist ja wichtig, dass alle Spieler durchkommen, dass sich keiner verletzt, dass jeder seine Minuten abspult und wie gesagt, dass wir den Fans ein bisschen was bieten können. Gibt so einen Treffer dennoch auch aus einem Testspiel ein bisschen Selbstvertrauen? Ja, auf alle Fälle, wenn du der Mannschaft mit einem Tor oder einem Assist helfen kannst, ist das immer schön. Das ist mir heute geglückt, so wie auch anderen Spielern. Und ja, so können wir die Woche beenden. Schicke Dank und gute Heimreise. Dankeschön.